Ich sag nur immer wieder, wenn du in Beziehung gehst, wirst du keine Spannung erleben auf die Dauer, wenn es keine unterschiedlichen Polaritäten gibt. Ne? Mehr sage ich gar nicht. Ne? Nee. Ihr seid Brüder. Wie seid ihr aufgewachsen? Ich war tatsächlich sehr verweichlicht. Und mein Bruder hat im Grunde mich gelehrt, was es bedeutet, emotionale Kontrolle zu erlangen, was es bedeutet, auch so ein bisschen Mann zu sein. Es gibt Gegenden oder es gibt Orte, wo es halt einfach nicht cool ist, wenn du als Mann Schwäche zeigst. Fressen oder gefressen werden. Genau so, mehr oder weniger. Ja, eben, das seht ihr auch nicht nur unter Frauen, sondern auch, wenn du mit den falschen Männern zu tun hast und zeigst Schwäche, ja, auch nicht so cool. Und da musste mein Bruder auf jeden Fall einiges dazulernen. Wenn ich Fehler gemacht habe, hat er mich bestraft, auch mit Ignoranz. Ja, so wie es im Hunderudel auch oftmals passiert. Wir sprechen ja mit super vielen Leuten für diese Reihe, unter anderem auch mit dem Rudel. Die sind auf Instagram, Social Media, Instagram und so mega gepoppt in der letzten Zeit.